Zieh dir den Stock aus dem Arsch, mein Gott! Ja, liebe Videofreunde, Petri, heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Teil meiner Sammlungs-Overview kleine Hardboxen. Ja, vielen Dank für das Feedback von den ersten beiden Teilen und es freut mich immer wieder, wenn es euch gefällt. Ich sag das immer wieder, dann macht das alles automatisch noch viel mehr Spaß. So, und jetzt würde ich sagen, tu mir gar nicht so viel schnacken. Wir fangen direkt an und dann gehen wir mal hier die letzten zwei Fächer durch. Auch hier ist wieder jede Menge Platz, aber ist ja so schlimm, dann dauert das Video wenigstens nicht so lang. Und danach geht es dann los mit den Steelbooks. Da freue ich mich schon drauf, weil da hat sich wirklich sehr, 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 sehr viel getan. Viele tolle Sachen und das ist so, würde ich sagen, fast mein Favorite in Sachen Verpackungen. Muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze Zeit war es so die großen und kleinen Hardboxen, aber ich habe mich mit dem Gedanken abgefunden, ich muss da aussortieren, ich muss wirklich bei den Hardboxen rigoros aussortieren, als auch bei den Mediabooks, weil es ist einfach zu viel, viel zu viele Filme. Ich denke mal, ich habe es euch ja im letzten Teil erklärt, es ist einfach viel zu viel, was doppelt und dreifach in der Sammlung ist und ich muss irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Ich werde Verkaufsvideos machen. Ich brauche einfach Platz und ich bin der Filmangler und nicht der Verpackungs-Louis. Okay, der erste Film, jetzt fängt schon direkt sehr kontrovers an, habe ich hier in der kleinen Hardbox alle Gesichter des Todes Teile. Ich meine, es gibt noch ein paar mehr. Ich glaube noch Gesichter des Todes Best of und Gesichter des Todes 2000. Gut, jetzt mag der eine oder andere sagen, muss man eigentlich so eine Scheiße in der Sammlung haben? Kann man sie jetzt drüber streiten? Den ersten Teil bin ich damals konfrontiert worden zur VHS-Zeit und ich fand das doch damals sehr, sehr, sehr interessant, was man da so gesehen hat. Also mir hatte das irgendwo gefallen. Es war einfach interessant, sowas zu sehen als Dokumentation und dann noch mit dem Hintergedanke, dass alles, was man da sieht, real wäre, dass es alles echt wäre. Später hat man dann auch gesagt, dass das doch gar nicht echt wäre, dass viele Sachen gestellt worden sind und der Film vom Index kam, weil man gesagt hat, ja, das ist die Szene mit dem Affenhirn, das ist gestellt. Deshalb ist der Film dann irgendwann freigegeben worden. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also, dass da ein Mensch auf einem elektrischen Stuhl sitzt oder ein Mensch in der Pathologie zerlegt wird wie so ein Baukasten, dass das nicht schlaggebend war, den Film vom Index runterzuholen, als man festgestellt hat, dass es gestellt war. Man sich immer nur auf diesen Affen bezogen hat. Also dann, ja, also ich fand eigentlich alles in dem Film schlimm. Worauf willst du dich da beziehen, ob man den Film vom Index runterholt oder nicht, weil es gestellt ist oder nicht? Also, ich finde eigentlich alles grausam. Alles grausam, ob gestellt oder nicht, was man da sieht, finde ich grausam. Aber auch doch irgendwo interessant. Ja, ich meine, die Bestie Mensch, wir sind die größten Arschlöcher auf der blauen Dreckskugel hier. Das ist kein Geheimnis, das wissen wir mittlerweile alle. Aber ich fand einfach die Dokumentation an sich, Gesichter des Todes, sehr interessant. Und somit habe ich dann angefangen, die alle mir in der kleinen Hardbox zuzulegen. Gesichter des Todes, der erste Teil mit dem Original VHS-Cover-Motiv, als auch Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, Teil 7 und Teil 8. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt immer nur Teil 1, 2 und 3 gesehen. Alles, was danach kam, habe ich nie im Player gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann im Player hole. Und wie gesagt, muss man das unbedingt in der Sammlung haben. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich fand halt damals interessant, den ersten Teil habe ich eben erklärt. So, natürlich habe ich auch von Gesicht des Todes auch die große Hardbox. Könnte ich mir eigentlich komplett schenken, könnte eigentlich weichen, aber das ist so ein bisschen so ein Stück Erinnerung. Das war wirklich von meinem ersten Börsenbesuch in Köln zusammen mit Matti
Und dann habe ich gesagt, den nimmst du jetzt mit für den 10er. Und deshalb wird wahrscheinlich die große Hardbox immer so in der Sammlung stehen bleiben. Und von den kleinen Hardbox, ja, würde ich auch ganz gerne hier stehen lassen, weil ich halt die ganzen Teile hier so beisammen habe. Aber auch, ich bin mir mittlerweile hingegangen, habe mir auch Gesicht des Todes da die Blu-ray geholt, um einfach nur mal reinzuschauen, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Weil hier drauf steht ziemlich, ich könnte ja eigentlich auch selber gucken. Ich könnte ja selber gucken bei UFDB. Aber ja, früher war noch UFDB erträglich, mittlerweile hat UFDB es schwer nachgelassen von der Gestaltung der Webseite. Komme ich gar nicht mit klar, weil hier steht ziemlich drauf, die längste Fassung überhaupt. Ne? Längste Fassung, full uncut. Und deshalb habe ich mir den mal mitgenommen. Beim Müller liegt dort einfach rum für den 10er, um einfach nur zu gucken, ist das wirklich länger wie das, was ich schon gesehen habe und kenne. Ne? So. Genug der Erklärungen, warum er sowas in der Sammlung stehen hat. Eigentlich sollte kein Sammler erklären, warum er was in der Sammlung stehen hat. Jeder Sammler soll das sammeln, was er für richtig hält. Und ich sage das immer wieder in meinen Videos oder Livestreams. Lasst euch eure Sammlung auf jeden Fall nicht madig reden. Sammelt das, worauf ihr Bock habt. Und wie gesagt, ich hatte mir Gesicht des Todes zugelegt, weil ich den ersten Teil gut fand als Dokumentation an sich. Und weil es immer irgendwo so ein bisschen was Verbotenes war, was Besonderes, Verbotenes in der Sammlung war. Mittlerweile kriegt da keinen Hahn mehr nach, mittlerweile kriegst du das überall hinterhergeschmissen. Ist nur die Frage der Zeit, bis irgendwann sowas beim Kick im Wühltisch liegt, wo kleine Kinder rumlaufen. Weil irgendwo sind das immer alles noch Filme, die sollten so ein bisschen unter Verschluss bleiben, nicht für jedermann zugänglich, weil nicht jeder ist für sowas, ja, so für sowas zu haben und empfänglich. Und wie gesagt, das sind alles für mich so Filme, auch die Kannibalenfilme unter Gesicht des Todes sind eigentlich alles so Filme, die sollten da bleiben, wo sie herkamen. Ne? Das sollten Filme sein, die man nur an speziellen Orten zu kaufen bekommen kann. Das war halt so ein typischer Börsenartikel. Ne? Ich finde es nicht gut, dass heute, wir haben so viel Gewalt mittlerweile hier in Deutschland und da finde ich es nicht gut, dass solche Filme so leicht zugänglich sind für jedermann. Ich meine, die Kids heutzutage gucken sowieso jeden Scheißdreck an übers Handy. Ne? Obwohl, da sind immer noch die Eltern. Die haben da immer noch so ein bisschen die Überhand. Naja, egal. Weiter geht's mit den kleinen Hardboxen. Hier ist einmal Tanz der Dämonen. Ich glaube, ich bringe da jetzt gerade was durcheinander. Ich habe da noch so einen Film. Ich werde da immer so durcheinander. ich weiß gar nicht mehr, worum es in dem Film ging, weil ich verwechsel das immer so ein bisschen miteinander. Und ich kann mir die Titel auch nicht merken, weil viele Filme in der kleinen oder auch in der kleinen Hardbox, auch in der großen Hardbox, da sind manchmal Filme drin, die einfach ein Repack sind und ursprünglich unter einem anderen Namen im Umlauf waren. So, dann haben wir hier The Burning. Ich weiß, das ist der Urväter aller Slasher. Irgendwie habe ich schon das öfteren mal gehört, aber ja, mag ja sein, so dolle war er gar nicht. So, dann haben wir hier die Giganten der Vorzeit. Ich weiß gar nicht, war das aus dem Hause Toho oder auf jeden Fall kommt es so aus dieser Richtung, aus so Japan-mäßig. Kaiju-Dinosaurier mit Blut, mit ganz viel Blut und war eigentlich gar nicht mal so schlecht, macht Spaß. So, dann haben wir Astrovampire, Todesmonster aus dem All. Ich glaube, der Film, der ist hier zweimal drin. Einmal Invasion der blutrünstigen Bestien und einmal Todesmonster aus dem All, weil es einmal die, glaube ich, die italienische Fassung und einmal die US-Fassung war. Irgend sowas, keine Ahnung. Artwork, Hardbox, mega geil, aber ich habe weder das eine noch das andere gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht. Irgendwann haue ich mir das mal in den Player rein. So. Ja. Dann haben wir hier die Nacht der rollenden Köpfe. Eine Giallo-Serie aus von X-Rated. Dann haben wir hier Monster Buster. Auch den Film habe ich mittlerweile, war das von Wicked Vision? Ich glaube, das war von Wicked Vision. Da kam der Film nochmal neu raus im Mediabook. Da habe ich mir das Mediabook gegönnt. Könnte eigentlich auch weichen. Also, ja. Dann haben wir hier Shrunking Heads. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, von wem der Film war. Aber ich habe den noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Den hatte ich mal in einem Mystery-Paket.
Dann einen Film, den hatte ich mir mal geholt, das war auf der Neu-Isenburger Filmbörse, weil ich habe nur gesehen, Mörderbestien mit Klaus Kinski. Da guckst du auf jeden Fall mal rein, aber ist immer noch original verpackt. So, dann haben wir hier Unable. Hatte ich mir damals mal zugelegt über OFDB, weil ich auf der Suche war nach dem Film The White Monster. Den Film kannte ich noch aus der VHS-Zeit. Ja, und mittlerweile habe ich den auch schon abgegradet im Mediabook von CMV. Und ich denke mal, da wird auch diese kleine Hardbox irgendwann weichen können, weil das Cover, das Artwork ist nicht so dolle. Und warum so, wenn ich den doch so habe? Ist schlimm. Ist schlimm. Ihr merkt es, gerade bei den Hardboxen, bei den Overview-Videos sind so viele Filme, wo ich immer wieder sage, habe ich ein Mediabook, habe ich auf Blu-ray in der Keepcase-Variante oder im Steelbook, da muss definitiv was geschehen. So, dann haben wir hier Zombie Lake. Ja, hatte ich damals auf VHS-Kassette oder auf DVD? Ich glaube auf DVD. Übelst geschnittene Variante. Und dann habe ich den auf der Filmbörse gesehen, wo dann stand Strong Uncut. Als DVD war der schon scheiße. Wo hatte ich den geholt? Das war damals beim Mediamarkt oder Medimax. Total kaputt geschnitten, der Film. Also total gruselig. Konntest du gar nicht aushalten. Und ja. Und dann habe ich ihn jetzt Uncut in der Sammlung und er wurde dadurch nicht besser. So, dann The Creeper. Das ist sogar eine kleine Blu-ray in der Hardbox. Ja, auch noch nicht gesehen. So, dann haben wir hier, ja, die, was heißt hier, die Nonnen von Verona, Uncut-Version, ja, wo Frauen gefoltert werden. Ja, dachte ich, könnte mir vielleicht ja mal reingucken, aber hab's dann doch gelassen. Dann haben wir hier eine kleine Hardbox mit Hardcore-Elementen, die Bestie aus dem Weltraum, inklusive XX-Hardcore-Version. Ja, war damals ein Geschenk von dem Thorsten von Cinema 8 Film Review. Dann haben wir hier einen Film, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her hatte, war auch aus dem Mystery-Paket Ninja Challenge. Hatte ich auch noch nicht im, auch noch nicht im Player gehabt. So, dann auch mal mitgenommen auf eine Filmbörse. Ja, Iron Warrior. Ich glaube, der war gut. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Dann ein absoluter Kultfilm, The Bite. Kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ist ein mega, mega, mega geiler Buddy-Horror. Ein Mann wird von der Schlange gebissen und sein Arm verwandelt sich langsam in eine Schlange, bis der ganze Typ sich in eine Schlange verwandelt. Auf jeden Fall ziemlich eklig, ziemlich brutal, sehr, sehr gut. Macht auf jeden Fall richtig Fun. Ein richtig guter Buddy-Horror, The Bite. Auch eine meiner Anfangs-Erstbestellungen bei OFDB. Mega. Ich weiß auch gar nicht, ob es davon mittlerweile eine weitere neue VÖ gibt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mega. Mega geil. Dann haben wir hier Sleeping, wie heißt das? Das ist das Sleeping Car. Das war auch irgendein Tauschstil. Ja, die Bilder hinten sehen sehr, sehr gut aus, aber naja, muss ich vielleicht irgendwann mal den Player schmeißen. So, dann Creepy Little Things, eine Serie von 84. Gab es da so ein paar Filme. Da hatte ich auch mal zugeschlagen bei OFDB. Ja, Pfui Teufel, mein Papa ist ein Kannibale. Ja. Mein Nachbar, der Vampir, ich weiß jetzt gar nicht, war das der? Das war der zweite Teil. Fright Night Teil 2. Der war ganz gut. Der war. Konnte sich sehen lassen. So, und dann Tyrodactyl. Den hatte ich mir mal auf der Neusser Filmbörse zugelegt. Der soll ziemlich sehr, sehr gut sein. Habe mir den extra zugelegt in der kleinen Hardbox und hatte ich ihn im Player? Nein. So, und der letzte, auch ein Geschenk von Thorsten Cinema 8 Film Review. Abschied in der Nacht, das alte Gewehr. Den hat er mir damals überlassen und hat gesagt, musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Ein Film mit Romy Schneider. Ich denke mal, die kennt ihr alle. Die ist doch, war das Sissi, gell? Sissi. Ja, Sissi. Ja, Abschied in der Nacht. Muss ich noch gucken. Ja. So, und das war's. Wir sind durch. Wir sind durch mit den kleinen Hardboxen.
Und ja, freut mich, dass ihr da reingeschaltet habt. Und ja, ich denke mal, das ging relativ zügig. Und wie gesagt, es geht auf jeden Fall demnächst weiter mit den Steelbooks. Das werden natürlich ein paar mehr Teile. Wenn ich mir dazu angucke, das werden auf jeden Fall mal mindestens 8 Teile. Und ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Guckt auf jeden Fall mal bei meinen anderen fucking Freaks-Kollegen. Guckt mal da vorbei. Links zu ihren Kanälen ist unten in der Videobeschreibung. Oder kommt zu uns auf dem Discord-Server. Oder zu meinem kleinen Masters of the Universe Discord-Server. Wie gesagt, den Link zu allem findet ihr unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler. Horido. Das ganze Gehirn weggelutscht. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Ich bin ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich komme wieder. Sardine? Ihr Bier, du Schweinebacke. Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber.